Ich schaue gerne in die Wolken, weil sie faszinierende Gebilde sind, die sowohl beruhigend als auch bedrohlich wirken können und immer wieder anders sind. Zudem sind sie wichtig für den Wasserkreislauf, wo sie den mehr oder weniger erwünschten Regen bringen, und auch wichtig für den Strahlungshaushalt, weil sie zum einen der natürliche Sonnenschirm sind und zum anderen auch wärmend wirken, weil bewölkte Nächte wärmer sind als wolkenlose. Mich persönlich fasziniert die Eiskristallbildung in den Wolken. Die ist wichtig für die Niederschlagsbildung, da fast aller Niederschlag bei uns in den Wolken erst als Eiskristalle und Schneeflocken entstehen, die auf dem Weg zum Erdboden schmelzen. Wir haben dazu eine Eiswolkenkammer im Labor, wo wir die Eiskristallbildung unter verschiedensten Bedingungen studieren können, auf welchen Feinstaubpartikeln sich die Wolken bilden oder eben auch nicht. Und zudem gehen wir ins Jungfraujoch, das ein Drittel der Zeit in den Wolken ist, und vermessen sie dort unter verschiedensten Bedingungen. Ein ganz anderer Aspekt meiner Arbeit ist, dass ich die Verbesserung von Wolken in den Modellen anstrebe, die für die Wettervorhersage und Klimaveränderungen gebraucht werden, weil nicht klar ist, ob die Wolken eigentlich erwärmend wirken und den Treibhauseffekt verstärken oder eher abkühlen und damit den Treibhauseffekt teilweise abschwächen können.